Give me a description. I'll have my men keep an eye out. Don't blow smoke up my ass. You ain't gonna look for him. Son, I'm trying to keep what's left of an entire county alive. I can't leave here. How about a car, then? Truck would be better. Tell you what. Send a couple of my deputies over to the motel next door to check out some screaming. They aren't back yet. You find them, I'll have them look for your friend and set you up with a ride. Deal? You've been at this for a couple of days. Sharp eye. You have a radio, good. Get on it. I'll talk you through Pemberton as you look for your uncle. Yeah? All right. Squad 441, priority. I have to get that. Good luck, son. Yeah, you too. But I ain't your son. Hallo und willkommen zurück im nächsten Part von Walking Dead Survival Instinct. Ihr seht, wir haben hier angefangen, wo wir letztes Mal aufgehört haben, bei dem verrückten Officer, den wir hier getroffen haben, Ed Turner. Und unser aktuelles Ziel ist, durchsuchen Sie das Motel nach dem Deputy. Und dann machen wir uns auf mal auf die Suche nach dem Motel, weil zurzeit befinden wir uns ja hier in der Polizeistation. Und ja, den Weg, der ging dann irgendwie hier lang. Genau, und hier kam man dann zurück. Und dann da wieder in die Stadt zu kommen. So Leute, jetzt suchen wir mal hier das Motel. Da hinten sehen wir schon ein schönes Schild am Ende der Straße, Motel. Okay, wir können also auf ein paar Deputies stoßen. Und ich muss sagen, bis jetzt Walking Dead gefällt mir sehr gut. Auch von der Idee her, weil ich finde es dann schon ein bisschen realistisch. Weil wenn ihr mal drüber nachdenkt, wenn ihr dann die Überlebenden noch wärt, was würdet ihr denn tun? Ihr würdet auch euch auf die Suche machen, durch die Städte fahren, Versorgungsration holen, um dann vielleicht auch mal hier in so einer Zombie-Masse kurz vorm Tod zu stehen. Aber das gibt euch den Kick. Und da haben wir vorhin, was ich euch unbedingt zeigen wollte, eine Granate gefunden, Leute. Und wir werfen jetzt zum ersten Mal unsere Granate, die nichts bringt. Und werfen wir auch das Leuchtfeuer auf. Das lenkt euch doch ab, Leute. Seid doch ehrlich. Ihr wollt doch zum Licht. So, Leute, wir wollen jetzt hier nicht ein Massaker starten. Außer die Olle, die kann man sich schnappen. Oh, das hätte schon zu lange gedauert vielleicht. Und ich kenne irgendwie die Gegend hier mit dem Parkplatz und so, das zeigt mir... Oh, hier ist ein Raum, Leute, schnell mal rein. Vielleicht kann man sich hier irgendwo Unterschlupf suchen, am besten nicht in der Ecke. Ach du Scheiße. 4 Schuss und wir müssen überleben. So, wir haben schnell reagiert und Nahrungspakete genommen, die wir vorhin noch gefunden haben, vom letzten Part. Und sind jetzt hier mitten im Kampf. Ihr seht, die Leute werden immer hässlicher von Folge zu Folge. Zack, der hat gleich einen Stich kassiert. Der eine war schnell vorhin, muss ich sagen. Und jetzt kommt auch noch die Frau hier ohne Arme. Nummer 6 und dann noch ein Mehl schlucken. Das war jetzt aus Versehen. Wie langsam die sind, da geht man einfach ganz... Jetzt haben wir das Licht ausgemacht, das ist ja die perfekte Umgebung für diese abscheulichen Viecher. Guck mal, wie schnell der einen in die Schläfe kassiert hat. Und gleich der nächste, es wird ein bisschen wackelig. So Leute, so produziert man Leichenhaufen, die dann auch wieder verschwinden. Ist ganz normal realistisch, wie im echten Leben. Die Leichen verschwinden irgendwann, Leute. Oh, jetzt müssen wir hier weiter. Ja, die Tür ist versperrt, damit es keine weiteren Versorgungs... Oh, hier ist eine Tür offen. Da wartet einer, was macht er denn da? Wackelt da ein bisschen rum und anscheinend ein bisschen... Ach du Scheiße, jetzt hier noch so ein Bauarbeiter. Richtiger alter, typischer Mann, der seine Frau schlägt. Oh. Ihr seht, was ich sehr geil finde, wie das Blut immer spritzt und wenn hier von der letzten Nacht noch einer rumliegt. Ach Grins, guck mal, wie der sich freut. Der hat letzte Nacht anscheinend was Schönes erlebt, denn wenn man sich so freut, mit so einem Lachen schläft, dann muss der Mensch glücklich sein. Hier haben wir eine Badewanne, Jungs, wir gehen mal, können wir nicht rein. Ein Spiegel zerdeppern. Die Spiegel sind scheiße, da hätte man nochmal
einen Spiegel einbauen können und nicht sowas. Wieder nichts gefunden, außer ein Fernseher. Aber das Licht scheint hier rauf, das wird uns den Weg zeigen. Deswegen gehen wir mal hier rein. Wir sehen hier, hat ein Überfall stattgefunden. Oh, 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 oh. Ach so. Boah, hab ich mich erschrocken. Nein, der Deputy ist tot, Leute. Aber wir nehmen seine Pumpgun und benutzen sie auch gleich mal. Bock! Geht auf mich! Ja, Mann, Schrotflinten machen Spaß. Da kann mir keiner was erzählen. Wer noch nie Spaß an der Schrotflinte hatte, der hat noch nie gezockt. Wir schmeißen uns nur zwei Energy Drinks ein. Nicht das Messer, die Schrotflinte, Leute. Ich baller ihm mal den Kopf weg. Na, wir haben ein bisschen Schrotmunition jetzt mal gefunden. Die können wir jetzt nutzen. Pork. Jeder kennt ihr den... Oh, da steht einer hinter der Tür. Kommt zu zweit, wenn ihr... Oh, ich treffe dich nicht. Tja. Du Hure. Geh weg. Pork. Was? Steck mal einen Schrotschuss weg. Als Zombie. Black Sun Gamer, den kennt man ja schon aus dem ersten Part. Der kommt öfters mal online, während ich aufnehme. Jump Shot. Was für ein 360. So. Nachladen und... Ich glaube, die Schrot lockt die Leute an. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen toten Deputy gefunden. Das bringt uns jetzt hier mal kurz unser Inventar. Sagen Sie dem Sheriff, was mit dem Deputy geschehen ist. Das heißt, wir müssen zurück, Leute. Das habt ihr wahrscheinlich schon alle festgestellt, aber man will ja immer noch ein bisschen gucken. Ich will jetzt hier nicht eigentlich alles moksen. Ach ja, mir hat ja mal einer erzählt, werf mal eine Flasche. Das hat keinen Sinn. Wahrscheinlich muss ich die dann damit ablenken. Gibt's hier noch irgendwas? Geh weg. Hier ist eine Tankstelle, die ist bekannt für Benzin. Noch zwei Schüsse Magazin. In der Schrotflinte, also Munition ist echt knapp, vor allem. Es sind ja hier Zombie-Massen, die auch mal ein bisschen schneller agieren. Sammler, Sammlerstück, Leute. Da war noch eine Tür, aber da können wir nicht durch. Ich weiß es einfach. Das war's dann. Wir kommen zurück, Deputy. Ja, Aggressionen. Okay. Nur noch eine Frau hinter uns. Wir machen mal das Licht aus. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Hallo. Wie so ein Fotoshooting. Stellt euch mal vor, wir können ein paar Fotos machen. Foto. Oh, der wollte kein Foto. Leute, wir können nicht mehr sprinten. Es wird kritisch. Wir müssen jetzt hier durch. Komm, komm, komm. Schließen. Nein! Der könnte mir das Leben schwer machen, dieser alte Mann. Er sieht aus wie ein Doktor. Nein! Aber wir sind jetzt hier zurück. Tut mir leid für den Tod, aber ihr habt gesehen, ich wollte die Türen schließen, wollte dann wegrennen. Und dann ist sowas passiert. Und haben jetzt die Shotgun, machen jetzt auch mal das Licht aus. Weil dann sehen die uns gar nicht, die Typen. Wir waren in der Tankstelle, gehen wir jetzt nochmal kurz rein. Damit wir hier wirklich nichts vergessen, wie zum Beispiel, was wir hier in der Tankstelle Spektakuläres gefunden haben. Hammer. Eine Olle, die kniet, die wir nicht anfassen sollten. Oh, guck mal, hier kann man doch noch was öffnen. Okay, der Hintergang. Hier war ein Sammlerstück. Okay, das war nämlich... Das wollte ich unbedingt dann noch haben. Und jetzt rennen wir mal hier rum. Xerox. Der gute alte Bekannte von den Xbox Freaks. Und wir wollen jetzt mal die Lichter ausmachen. Und nehmen jetzt den schnellsten Weg zum Deputy, Leute. Oder zum Officer, der da komisch oben in seiner Ecke hackt und denkt, der wäre der King. Und ja, ich habe ja vorhin schon erzählt, das Spiel ist wirklich... Also ich finde es empfehlenswert. Man kann sich... wirklich mal gönnen. Und wenn es nur in der Videothek ist. Weil, wenn ich Walking Dead das jetzt mit, es gab mal ein Arcade-Spiel und wenn ich das vergleiche, die beiden Dinge, dann muss ich sagen, das hier ist ein bisschen ausgereift. Also das, in der Arcade-Version war das eher so, dass man, oh, was leuchtet denn da? In der Arcade-Version war das eher so, dass man
halt so zeichentrickmäßig, du konntest auch jede Entscheidung, du musstest halt mehr so reden, darum ging es dann am Ende auch. Und da hat dann jede Entscheidung so was bewirkt, was die von dir halten und so. War auch ganz witzig vom Spiel, das Thema. Wir quatschen mal kurz mit Ed Turner, Leute. Und danach, ich verabschiede mich schon mal, denn danach ist der Part vorbei. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Walking Dead. You find anything? They didn't make it. Well. Two good men. All of mine were good men. Here's the keys. Full tank of gas. And she's good off-road. Looks like you could use some help. Of that, I am certain. Go on now. I got a system. Palmetto Estates are still evacuating civilians to safety. Sent my daughter there. Get there right quick. Squad 910, you're me. Squad 910, Lee, is that you? Yes, sir. I'm at the campground. I have a few survivors. Back up. Send back up.